Wir sehen viel von der Welt heute. Dachte er. Ach ja, stimmt, die NPCs werden ja nicht berechnet, wenn die da draußen stehen im Lande der Ewigkeiten. Das ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, weil sie nicht. So, reisen. Wir wollen nach Genesis. Genesis. Ah, da sind wir jetzt. Das hat auch was. Ich vermisse nur den Typen, mit dem man reden kann zum Reisen. Sieht nach so einer kleinen, keine Ahnung, ich würde sagen Hafenstadt aus, aber... Das Wasser ist halt schon weiß unten, weil das hier sind eindeutig so komische Fischernetze oder sowas, weißt du? So, also, man hat mich die Wärmeröhre aus, so, wieder glaubt, dass sich westlich von, wenn ich der Küste von Alvelossi folge, folgt der Straße nach Norden. Ach da, alles klar, das sieht nach einem ordentlichen Fußmarsch aus. Sprechen wir das hier nochmal? Das ist ja diese Baukunst von den Dunkelelfen, die wir schon hatten, ne? Aber ja, heißt es ja, das ist ja auch so die Heimat von den Dunkelelfen hier unten. Bist du die Straße nach Norden? Zumindest geht es hier raus, das da hinten sieht nach... zu aus. Ich bin gespannt, was uns da in dieser komischen Ruine erwartet. Dumdi-dumdi-du, dumdi-du, dumdi-du, dumdi-dumdi-du. Alt Velothi, hier ganz lang. Alles klar, Chef. Oh, mein komischer Kleider von diesen komischen Madenviechern da. Ich glaube, ich laufe jetzt mal normal, wenn meine Ausdauer nicht so leer ist. Für den Fall, dass man sie mal braucht. So viel dann dazu, ne? Wie wär's mal mit Treffen, Alter? Viecher mal triffst, ne? Ja, auch mein Blocken verbessert sich. Aber gut, dass es nur eine Ratte ist. Ach, come on. Ihr habt eine Seele gefangen. Oh, warte mal. Ah. Muss ich nur herausfinden, wie ich diese komische Seuche wieder loswerde.
Ah, schwarze Erzfäule, geil. War das eigentlich was von der, von diesem komischen Pestgedingse? Themen. Vielleicht P wie Pest. K wie Krankheit. Gibt es drei Krankheiten, gewöhnliche Krankheiten, Pest und Korpuskrankheiten. Die gewöhnlichen Krankheiten sind nicht schlimm. Die gewöhnlichen Krankheiten sind nicht schlimm. Ein Schreien oder Tempeln könnt und müsst ihr geheilt werden, sonst wird niemand auf mit euch reden. Die Pest ist ernster. Tränke und Heilung sind schwer zu bekommen. Die Korpuskrankheit ist unheilbar. Für einige ist Vampirismus eine Krankheit, die ernst ist. Ah, das sieht schlecht aus. Hat nicht so richtig funktioniert. Wo bin ich jetzt hier? Darius Festung. Ah, da komme ich jetzt zum Tempel, alles klar. Ich muss jetzt irgendwas ablegen. Bis ich hier rein kann. Okay, es war eine Pest, alles klar. Gut, dass ich so nur mein Schild kurz ablegen musste. Gut, gut, gut. Mit dem Dolch muss ich definitiv noch ein bisschen mehr üben. Gut, damit komme ich zurück zu dem Tempel, um mich zu heilen. Und damit komme ich jetzt zu einer
Festung. Schön, okay, gut. Schlüssel entdecken, alles klar. So, man weiß nicht, wofür man es gebrauchen kann. Wir sind eigentlich auf dem Weg Richtung Norden. Ein bisschen vom Weg abgekommen, aber hey, das war gar nicht so krass, der Umweg. Diese Kackratte. Das ist halt doof, das musst du halt laufen und verbrauchst deine Ausdauer. Deswegen wäre es geil, irgendwie ein Pferd oder sowas haben zu können, weißt du? Skyrim geht das ja. Gut, das Skyrim muss ich auch in den Werwolf verwandeln, dann bist du eh relativ schnell, aber egal. Aber ein bisschen muss ich halt ehrlich sagen, freue ich mich schon dann, wenn ich ja mit Oblivion weitermache und dann später mit Skyrim. Gut, das wird wahrscheinlich erst in 3 Jahren der Fall sein. Bis dahin ist Artikel 13 ja eh fertig abgesegnet, beziehungsweise bis dahin ist er ja dann in Kraft getreten. Mal schauen, ob ich so weit überhaupt kommen werde. Ja, es ist eine Scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen, da befürchte ich echt so ein bisschen, dass ich dann die kompletten YouTube-Kanäle an den Nagel hängen kann, wenn das dann fertig ist und durch ist und dann festgelegt wurde, wie das umzusetzen ist in Deutschland für die verschiedenen Firmen und so und bla. Weil das Ding ist so, dass ich eine Seele fangen will, das habe ich jetzt ja gar nicht vor. Ich bleib bei meinem Schwert. Ach, Höllenhunde, stimmt, ihr war das. Ladebereich. Alt Velothi. Eine Holzbrücke. Wir wollen aber weiter nach hier, anscheinend. Weil das nicht so ganz nach einem Weg aussieht, aber naja, laut Karte ist das definitiv einer. Noch ein gutes Stück, bis wir da sind. Wirklich noch ein gutes Stück, bis wir da sind. Also vielleicht irgendwas rein, was ein bisschen sinnvoller ist. Großer Kugelblitz. 20 bis 40. Das klingt cool. Du musst halt eigentlich mehr Zauber damit, damit ich die Dinge geskillt kriege, ne? Irgendwie laufe ich hier die ganze Zeit durchs Tal und die ganze Zeit so coole Holzbrücken. Ich fühle mich ein bisschen gemobbt. Du musst durch den Dreck latschen und oben zu den Hängebrücken. Muhahaha. Gut, also schön ist relativ. Die sehen nicht auch sehr stabil aus, aber immerhin. Es ist schon schick hier, das muss ich halt echt irgendwie sagen. Auch wenn alles ein bisschen diesig und düster und diesig wirkt so ein bisschen. Ist aber schon okay, kann man machen. Hier steht irgendwie random jemand in der Pampa rum. Ich grüße euch. Entschuldigung, ob ihr wohl die Güte hättet, einer Dame in Nöten zu helfen? Ja, ich kann's probieren. Mir ist mein Ring heruntergefallen und ich kann ihn nicht finden. Er muss wohl hier reingerollt sind, aber ich kann da jetzt nicht hinein, weil ich bald in der Festung erwartet werde. Die Sache ist, dass ich eine Tänzerin bin. Da kann ich doch nicht nach ekligen Moda riechen. Würdet ihr so freundlich sein und ihn mir herausholen? Ich werde auf ewig in eurer Schuld stehen. Alles klar. Irgendeinen Ring hier unten suchen, geil.
Ich grüße euch. Ich speichere mal, bevor ich mich hier festhänge, glorreicherweise. So ein Ring ist jetzt auch nicht gerade groß. Also ich sehe hier nichts. Aus dem Teich zu holen, ja. Kann ich vielleicht irgendwie... das Ding sichtbar machen? Wie ist eigentlich dieses Lichtding? Ich habe doch irgendwo dieses Licht gehabt. Oder war das ein Trank? Also ist beim besten Willen kein Ring. So leid es mir auch tut, aber ich sehe halt echt keinen Ring. Wie sieht denn so ein Ring aus, wenn man den nie loslässt? Kleidung? Ist wirklich schwer zu sehen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber erkennbar. Was zum Geier ist? Ah, da. Keine gute Tat bleibt ungestraft. Wie fies.
Wo war jetzt nochmal der Ring? Da ist er.